So, wir sind hoffentlich zurück. Ich habe so eine wirkliche Möglichkeit, das zu überprüfen, aber ich gehe davon aus, ich bin live. Für den letzten Track unserer Kulturlounge. Bisschen schade, ich könnte ewig zugucken und ewig vor allem weitersprechen mit unseren spannenden Gästen. Zum Abschluss haben wir die ING am Start. Und zwar in Persona, den Christian Gleibs und den Sven Alpert, die sich gleich selber noch ein bisschen vorstellen können. Und auch hier wollen wir wieder gucken, wie ist das mit eurer Kultur? Ich weiß, dass ihr schon ganz viel Transformation durchgemacht habt und bin sehr gespannt, davon mehr zu erfahren. Aber bevor wir den Deep Dive machen, in eure Kultur uns reinbewegen, stellt euch doch noch mal kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht. Christian, magst du starten? Das wollte ich dich fragen. Einer muss schneller. Ich war schneller. Ja, ich fange einfach mal an. Ja, Christian Gleibs, ich bin seit Dezember 2004 schon bei der ING, also schon eine Zeit. Ich habe lediglich vorher nochmal bei einer anderen Bausparkasse meine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und seitdem eigentlich bei der ING. Ich habe ganz, ganz viele unterschiedliche Jobs gemacht, mal angefangen in der Kreditsachbearbeitung über IT, Business Development. Und die letzten Jahre waren tatsächlich entweder laterale Führung oder Führung. Sprich, ich habe mich so ein bisschen um das Thema Projektmanagement da gekümmert. Ich bin 4,5 Jahre Führungskraft gewesen und bin jetzt seit 2,5 Jahren Agile Coach mit der Transformation gestartet und bin sehr glücklich darüber, diesen Weg gegangen zu sein. Vielleicht ganz kurz privat. Ich liebe Obst. Ich bin Landschaftsobstbauer. Man sieht es vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Buchsbaumhecke. Ganz schön, alles grün bei mir. 2 Kinder und ja, komm Sven, du bist dran. Cool, danke dir. Ja, danke dir, Christian. Danke dir dafür, dass ich seit ich dich kenne, das Wort Pomologe kenne. Ja? Das bist du ja in Person, Pomologe. Tomatenmensch? Nein, Pomologe ist Obstkundler. Hat nichts mit dem Pom, mit dem Apfel zu tun, sondern ist tatsächlich die Göttin der Früchte. Auch nicht Pomodoro. Okay, cool. Go. Ja, Sven, zu mir. Ich bin auch Papa von 2 Kindern, Zwillingen. Ich habe 16 Jahre meines Berufslebens in Human Resources verbracht, durfte dort irgendwann mal, also ich war zwar nie bei der Sparkasse, aber ich war auch schon mal bei einer anderen Bank. Da wollte ich nie hin, weil mein Papa da so lange war. Ich habe ihm dann 10 Jahre Vorsprung gegeben, in die Rente zu gehen. Und dann bin ich auch zu einer großen deutschen Bank gewechselt, sage ich immer. Ja, aber wie gesagt, als HRler eigentlich nur durch Zufall Bank. Also ist man ja branchenunabhängig. Auf jeden Fall, da hatte ich das große Glück, dass ich irgendwann mal eine Coaching-Ausbildung machen musste, aus einem ganz anderen Hintergrund. Und da hat mein Herz dafür angefangen zu schlagen. Dann bin ich aber immer noch als HR-Business-Partner zur DiBa gekommen. Und irgendwann hat die DiBa mal entschlossen, so eine große Transformation zu machen, agil zu werden, habe ich mich mit beschäftigt. Und auf einmal gab es eben auch diese Rolle für Coaches, Agile Coaches in dem Fall. Und da habe ich gesagt, okay, da springe ich drauf, mache das. Muss sagen, dass ich jetzt eben seit 2,5 Jahren in dem Job habe ich echt mehr gelernt als in 16 Jahren HR. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich mag das Thema, ich liebe das Thema. Und durfte dann auch gleich mal feststellen, wie unvorhersehbar diese Zukunft ist. Dann wurde ich nämlich gefragt, ob ich für 3 Monate nach Prag kommen möchte und dort die Coaches begleiten möchte. Aus 3 Monaten wurden im ersten Call 6 Monate. Dann haben wir das auf 9 Monate verlängert. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich noch weitere 1,5 Jahre bleiben will. Cool. Habe ich auch Ja gesagt. Und kaum ist das dann aber losgegangen, kam der Lockdown. Und seitdem sitze ich in Wiesbaden, arbeite für Prag.
Und ja, werde dann aber jetzt Anfang dieses Jahr, des nächsten Jahres dann wieder in Frankfurt als Agile Coach dabei sein. Ja, ja, cool. Danke dir. Ja, schade, gell? Jetzt sind wir beide in Wiesbaden und können doch nicht in einem Raum sitzen, weil Corona. Kann man vielleicht später noch zu reden. Ich hatte immer so schöne kurze Wege zu euch. Ja. Ja. Jetzt habt ihr mir den Weg auch noch erspart. Ja, und jetzt haben wir ein virtuell. Jetzt ist der Weg für jeden kurz. Cool, danke für eure Vorstellung. Ich bin ja auch Agile Coach, das heißt, drei Agile Coaches im Raum. Es wird spannend. genau, für eure Kultur, meine Eingangsfrage, und ich glaube, ihr habt sie beide vorhin bei der R&V nicht mitbekommen, deswegen nehme ich dieselbe bei meinem Gespräch mit der R&V, weil die, ich finde die ganz cool. Aus der eigenen Erfahrung, wenn wir Leute onboarden bei Cybert Media, wenn neue Leute zu uns kommen, erlebe ich immer, wie intensiv das für die ist und was, also, ne, die kommen, bei manchen leuchten die Augen, manche sind am ersten Tag fertig wie das Brot, weil es einfach zu viel ist und anstrengend. Deswegen ist meine Frage, wenn ich morgen bei der ING anfange oder ING Liba anfange, woran merke ich denn Kultur? Woran, wie fühlt denn sich das an, wenn ich bei euch reinkomme? Was ist denn das, wo ich sage, okay, das ist ING, verstehe. Was überrascht mich, wenn mich jemand fragt nach der ersten Woche, hier, wir sind dein neuer Arbeitgeber, wo sage ich denn hier, das ist richtig geil? Oder wo sage ich auch, boah, das war crazy, hätte ich nie mit gerechnet. Wie fühlt sich's an, wenn ich bei euch anfange? Boah. Also, ich glaube, das Erste, was der Kulturschock ist, aber im positiven Sinne, das kann ich jetzt wiederum aus eigener Erfahrung sagen, ist, dass man irgendwie sich fragt, ich dachte, ich komme zu einer Bank. Mhm. Und das ist irgendwie, fühlt sich das nicht nach Bank an. Das sieht nicht nach Bank aus, wenn man da drin ist. Da ist auch dieses Bankgehabe und wie gesagt, jetzt spreche ich halt, und ich meine es nicht negativ, ja, ich spreche da aus Erfahrung von einer sehr alteingesessenen deutschen Bank mit einer echt extremen Bankkultur und das ist das, was man, den Eindruck, den man gar nicht hat und dann fragt man sich halt so, ne, also wenn wir jetzt mal noch davon ausgehen, ihr würdet ins Büro kommen, dann fragen sich die Leute wahrscheinlich schon, warum hängen hier so viele Post-its, warum ist es so bunt, warum malen die Leute an die Wand, was ist denn das eigentlich, warum steht da so viel rum? Das ist das Erste, was einem auffällt, dass man denkt, ich dachte, ich komme zu einer Bank, das hier sieht nicht nach Bank aus. Ja, spannend. Christian, hast du eine andere Antwort? Eine Ergänzung? Nee, ich hab tatsächlich eine Ergänzung, weil Sven gerade so ein bisschen sagt, okay, Bank, bei uns wirst du mit du angesprochen, selbst der Vorstand duzt dich. Also es gibt tatsächlich eine Duzkultur, das hat auch ein bisschen gebraucht, bis wir da angekommen sind, wo wir da jetzt sind. Und du wirst sehr herzlich und offen immer noch willkommen bei uns. Also es ist nicht so, oh, da kommt ein Konkurrent, sondern es ist tatsächlich eher das Thema, boah, Mensch, super, was hast du für eine Expertise, was bringst du mit, komm, ich zeig dir mal was. Also wenn ich mitkriege, es gibt einen neuen Mitarbeiter bei mir in der Einheit, die ich gerade betreue, dann kriegt er direkt einen Termin für einen Agile Onboarding. Also da freuen die sich auch tatsächlich drüber. Das schauen die sich an. Wir sind auch in dem Onboarding unheimlich gewachsen jetzt durch die Remote-Situation. Da haben wir so ein paar Schwierigkeiten gehabt. Und das zeigt eben auch, dass wir dann tatsächlich dran arbeiten, dass es uns wichtig ist. Weil man hört es überall, dass wir immer versuchen und den Anspruch an uns haben, tatsächlich ein richtig gutes Onboarding zu machen. Ich glaube, Jan, ich würde auch noch gerne was ergänzen. Ja, klar, hau rein. Wirklich, das ist für mich so eine schöne Anekdote. Schön, dass du das sagst, Christian. Als ich das zum zweiten Mal bei der DIBA reingelaufen bin, da saß Achim, der ist jetzt leider in Rente, aber Achim saß an der Rezeption und guckt mich an und sagt, hey, erste Gespräch ist wohl gut gelaufen, wenn du heute schon wieder da bist. Ja, also ich meine, das ist halt echt, so wirst du am Empfang der DIBA empfangen. Ja, ja, schön. Oder der ING jetzt. Ja. Das ist eine schöne Anekdote. Christian, du hast gesagt, der kriegt gleich einen Agile Onboarding-Termin. Was sind das? Wie wird man bei euch agil geonboardet? Was, wenn das Wort ist? Eingeführt? Ist auch blöd. Also was ist Agile Onboarding? Ja. Also was wir Agile Coaches machen, wir haben uns tatsächlich auch in Squads-Teams organisiert mit einem Themenquerschnitt. Also ich bin zum Beispiel im Tech-Sec, also alles, was IT und Security Governance ist. Wir betreuen da eben vorwiegend die Kollegen, weil die einfach auch vom Mindset, vom Skill her tatsächlich ähnlich sind. Und wir machen es so, dass wir alle neuen Mitarbeiter, die tatsächlich dazukommen, nochmal ein agiles Onboarding machen, sprich erklären, wie sind wir eigentlich zur Agilität gekommen, warum machen wir agil,
wie machen wir agil? Wir haben ja so ein bisschen das Spotify-Modell, nicht überall, wir haben es angepasst, wir haben Modifikationen vorgenommen, um da eine Einordnung zu geben, wo befinde ich mich, was bedeutet das für mich, wie arbeiten wir, das machen die HR-Coaches tatsächlich. Und HR macht das komplette Programm von wo ist die Kantine? Bis hin zu, wie funktioniert Mitarbeiterausweis etc. pp. Das machen die in den ersten Steps. Und da schauen die aber auch tatsächlich nochmal drauf, was sind so unsere Werte, was sind unsere Verhaltensweisen. Wir haben den Orange Code, das ist eigentlich unsere Kultur. Drei Verhaltensweisen, du nimmst Dinge in die Hand und treibst sie voran. Du hilfst anderen erfolgreich zu sein, du bist immer einen Schritt voraus. Und da werden die Leute einfach gefragt, was bedeutet denn das für dich? Ja, um das dann auch ein bisschen mit Inhalt, mit Kontext zu füllen und damit zu arbeiten. Ja. Das ist so, das ist unser Kern und den findest du bei uns überall. Also auch in deinen Jahresgesprächen, in deinen Zielvereinbarungen ist das überall Bestandteil. Ich finde es gut. Ich komme damit ziemlich gut klar. Ja. Weiß nicht, wie du das siehst, Sven. Nee, also gibt es für mich eigentlich nicht viel zu ergänzen. Also genau so ist es. Und auch, ich meine, also gerade wenn du den Orange Code ansprichst, ich finde, der ist halt viel greifbarer und sagt schon viel mehr, als das halt so ganz viel diese Unternehmenswerte oftmals sagen, ja, wo man sagt, hier irgendwie kollegiales Verhalten oder so. Ja. Also hier ist es irgendwie greifbarer. Das macht es ist auch schlank. Es ist sehr schlank, ne, was ihr berichtet, drei Leitsätze. Ja. Das heißt noch lange nicht, dass das dann, also leben muss man es dann trotzdem, ja, aber ja. Ich muss auch sagen, es ist sehr viel greifbarer gemacht. Und ja. Jetzt hast du gesagt, Christian, du erklärst den Leuten, warum ihr eigentlich agil geworden seid. Würde mich auch interessieren, warum seid ihr denn agil? Also warum habt ihr diesen Weg eingeschlagen? Was die Agilität ist, würde mich jetzt im Nachgang interessieren, aber erstmal, wo kam es denn her, der Veränderungswunsch und wie war die Entscheidung für agil? Könnt ihr jetzt sagen, schaut ihr die Keynote von vor 2 Jahren an, vom Sven und mir? Ich habe es live gesehen, glaube ich. Da war ich im Raum. Da haben wir es erklärt. Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Ich glaube, es geht darum, wir haben das Bild immer verwendet von diesem großen Elefanten. Wir sind der große Elefant und die ganzen Startups wie N26 und wie sie alle heißen, das sind die kleinen Windhunde, die an uns vorbeizischen. Und wir wollen einfach den Zug nicht verpassen, damit aufzuspringen und möglichst mit diesen Windhunden als Elefant trotzdem mitlaufen zu können. Also Ziel ist es tatsächlich einfach in der Zusammenarbeit schneller zu werden, eine bessere Zusammenarbeit zu haben. Also ich sehe, dass es uns gerade unheimlich hilft in Sachen Kollaboration weltweit, weil wir einfach eine einheitliche Arbeitsweise haben, zusammenarbeiten. Unsere Banking-to-go-App, also das, wenn du dein Smartphone aufmachst und machst dein Online-Geschäft mit uns, das wird in Deutschland, Holland und Belgien entwickelt. Ja. Die drei Teams machen das tatsächlich zusammen, die sind zusammen dafür verantwortlich und das Produkt ist weltweit ausgerollt. Ja, cool. Besser geht es gar nicht. Und der zweite Vorteil ist gerade, den wir spüren, die Leute finden eher zu uns. Also es ist tatsächlich auch ein Thema, dass wir mehr Mitarbeiter kriegen dadurch. So finden die Leute, nicht die Kunden, sondern tatsächlich das ist ja fürs Recruiting gut. Wir finden damit mehr Mitarbeiter gerade. Ja. Das ist ziemlich gut. Ja. Ja. Und eine Sache vielleicht auch noch, das habe ich vorhin bei der RNV schon gehört und das zählt für uns genauso. Wir waren sehr erfolgreich zu dem Zeitpunkt schon. Aber es war einfach klar, hey, dieses Banking, das heute gemacht wird, das ist einfach nicht das Banking der Zukunft. Ja. Und lieber machen wir das aus einer eigenen Motivation heraus, uns zu verändern und uns zu modernisieren, als dass wir warten, bis der Karren halt irgendwie im Dreck ist. Ja. Ja. Das war auch eine starke Motivation, das zu tun. Aber heißt es dann, dass ihr Agilität vor allem auch in der Softwareentwicklung erstmal gesucht habt? Weil da kommt es ja her, ne? Hast du eben gesagt, ihr entwickelt eine App. Oder ist es, war es eher wirklich dieses Zusammenarbeitsthema oder überhaupt mit nicht nur in Softwareentwicklung, sondern dann auch in anderen Sachen schneller am Markt zu sein und schneller reagieren zu können? Erstaunlicherweise ist es bei uns gar nicht in der Softwareentwicklung entstanden. Spannend. Also es war tatsächlich eine bewusste Entscheidung,
woraus dann ein ING-eigenes Organisationsmodell entstanden ist. Das muss man auch sagen. Dieses One Agile Way of Working, wie das bei uns heißt, ist ein Organisationsmodell. Und das ist bei uns eben nicht zwingend aus der Softwareentwicklung entstanden. Natürlich hat, wie das so ist in diesem Software- und IT-Umfeld, gab es Methoden wie Kanban, Scrum und sowas schon viel eher. Aber diese Transformation, da hat man sich speziell erstmal auf die Produktentwicklung fokussiert, und das heißt aber eben auch Produkte für den Kunden, also nicht nur eben App oder digital. Finanzprodukte dann, nehme ich an, ja? Also Dienstleistungen, okay, ja, sehr spannend. Du hast noch was zu sagen wollen, Christian, glaube ich, ne? Du hast angesetzt. Ja, ich habe lediglich eine Ergänzung zu den Finanzprodukten. Das große Ziel der ING ist es tatsächlich, die Finanzplattform weltweit zu sein. Mhm. Immer dann, wenn du an Geld denkst, sollst du an uns denken. Und das ist egal, ob du von Versicherung sprichst, ob du einen Sparplan anlegen willst, ob du irgendwo Geld sparen willst beim Einkaufen, ob du irgendwelche Kundenkarten hast. Das ist das große Ziel. We empower, also wir wollen eigentlich unsere, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden komplett empowern, egal ob Business, privat, das egal. Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob das zurückwirkt quasi in die Kultur, was du jetzt gesagt hast. Das ist ja ein Außenziel, würde ich zumindest so interpretieren. Ne? Wir wollen hier größter Finanzdienstleister werden. Aber wie kriegt ihr das nach innen? Der Code Red macht, Orange Code. Der Orange Code macht für mich schon Sinn. Ne? Also das kriege ich, aber wie kriegt ihr das noch nach innen in die Kultur rein? Entschuldigung, Jan, ich muss jetzt gerade an diesen Film denken, wo das Zitat am Ende war, schlimmer ist, dass wir die Bomben verloren haben, ist, dass es dafür einen Code gibt. Oh weh. Ja, wie machen wir das nach innen? Ja. Empowerment nach außen verstehe ich, aber wie funktioniert es nach innen? Also nach innen funktioniert es damit, und jetzt muss man auch sagen, also es kam für uns in Deutschland nicht einfach so um die Ecke. Ne? Mhm. Also das war schon so, dass die Bank in Amsterdam durchaus in Teilbereichen schon 3 Jahre vorher begonnen hat, Bereiche durch eine Transformation zu führen und agil zu machen. Das heißt, wir hatten eine lange Zeit in Deutschland, uns damit schon zu beschäftigen, mal reinzuhorchen, mal auszuprobieren. Teams sind nach Amsterdam gefahren, haben sich das angeguckt, wie die Kollegen dort arbeiten. Irgendwann ging das dann los mit sogenannten Agile Bootcamps. Da konnten ganze Teams hinreisen, ich damals noch mit HR, und hat sich 3 Tage lang mal echt angehört, was bedeutet denn das, ist dort in die neuen Bereiche gegangen, hat sich das angeguckt, konnte ausprobieren. Und so wurde diese Informationsweitergabe in unterschiedlichsten Formaten eigentlich immer mehr in die deutsche Einheit gespült. Naja. Man wusste also, Mensch, da kommt irgendwie was. Und dann gab es echt, also von Pizza-Sessions abends, wobei ich gehört habe, die meisten waren ohne Pizza, über wirklich größere Informationsveranstaltungen, über Agile Café, wo dann Leute sich hingesetzt haben und man einfach vorbeischneiden konnte, Videos, die aus Holland kamen und so weiter und so fort. Also da wurde echt unheimlich viel kommuniziert, dass man sich schon mal darauf vorbereiten konnte. Das heißt aber, es kam ein bisschen mit Ansage, höre ich daraus. Ihr konntet ihr konntet euch als Mitarbeiterschaft, als Gemeinschaft ein bisschen vorbereiten. Also nicht auch nicht aus der Mitte raus, sondern hey, guck mal, die haben es schon vorgemacht, das funktioniert, da brauchen wir keine Angst vor haben. Und dann kann man es einfacher annehmen. Das finde ich spannend, weil das ja natürlich vielleicht den Druck auch wegnimmt von so einer kulturellen Transformation, ne? Ja, mit Sicherheit. Wobei der Druck ist am Ende des Tages immer noch da. Also da komme ich jetzt dann wieder her, so organisationsentwicklungstechnisch gesehen. Veränderungsprozess ist es immer. Also dann ist auch egal, ob es agil ist oder ob, keine Ahnung, bei anderen Banken gesagt wird, wir schalten die Filialen ab oder wir, keine Ahnung, wir strukturieren uns die interne Kommunikation um.
am Ende des Tages ist es ein Veränderungsprozess und der trifft dann erstmal immer jeden. Ja? Also wenn man dann, wenn die Selbstbetroffenheit dazukommt, dann sprechen wir einfach über einen Veränderungsprozess. Und du verlierst auch Leute im Zweifelsfall, ne? Ja. Das kannst aber du ich würde immer sagen, dass wir kommunikationstechnisch auf jeden Fall alles getan haben, was im Bereich des Möglichen war vorher. Also da würde ich tatsächlich unterschreiben, dass es besser kaum geht. Spannend. Weil wir im Vorgespräch auch schon kurz gesagt hast, sind Jobs weggefallen? Wen verliert man denn in so einer Transformation? Wer ist denn bei euch gegangen? Kann man das festmachen an einer bestimmten, also kann man das kulturell festmachen, dass man sagt, die Leute haben sich vorher in der älteren, der alten oder tradierten Kultur wohlgefühlt und dann kommt Veränderung und der bestimmte Typ Mensch geht weg? Oder ist das nicht, also ist das gar nicht greifbar? Ist es mehr nach Rolle oder nach anderen Gesichtspunkten, warum dann Leute gehen oder gegangen werden? Ich würde es ich würde es gar nicht großartig pauschalisieren. Ich glaube, jeder hat das für sich selber bewertet. Jeder hat für sich da drauf geschaut und sich Gedanken gemacht. Mhm. Und am besten kann ich das daran festmachen, wie ich dazu gekommen bin. Auch ich habe früher Führungen gehabt und habe mir die Frage gestellt, gefällt mir die Führung, so wie sie die Bank zukünftig in dem agilen Modell vorsieht? Ja oder nein? Und ich bin für mich zu dem Entschluss gekommen, nein, sie passt für mich nicht. Okay. Für mich passt auch der Job des Projektmanagers nicht mehr. Mhm. So wie es angedacht ist, komme ich für mich damit nicht klar, aber der Agile Coach, das ist der, der mich angesprochen hat. Und deswegen habe ich mich für den entschieden und gesagt, okay, ich möchte diesen Weg gehen. Und ich glaube, diese Bewertung hat jeder für sich wahrgenommen und mitgenommen und gesagt, okay, ich schaue mir mal an, was ist ein Pro, was ist Contra davon, um dann abzulegen, welchen Weg gehe ich. Mhm. Ich will nicht ausschließen, dass es den anderen gegeben hat, der für sich gesagt hat, naja, also dieses Agile ist vielleicht auch nur irgendeine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ja. Ich mache da nicht mit, ich bin weg. Das will ich nicht ausschließen, die wird es bestimmt auch gegeben haben. Aber ich glaube wirklich fest daran, dass jeder sich damit beschäftigt hat und sich Gedanken gemacht hat, was bedeutet das für mich und möchte ich in dieser neuen Arbeitswelt so weiterhin arbeiten mit diesem neuen Job, den ich dann gegebenenfalls habe, oder ist das einfach nicht die Welt, die ich haben möchte und hat sich dann entschieden, einfach auch den Weg nach draußen zu suchen. Was und Jan, auch um das nochmal zu sagen, ne, es sind tatsächlich nur Aufgaben weggefallen. Also jeder der Mitarbeiter, soweit ich weiß, hat tatsächlich einen Job angeboten bekommen. Das heißt, eine Rollen sind eigentlich, haben sich geändert, aber ja, das ist auch eine gute Und wie Info. Wir das ja nachher auch gesagt haben, wir sind heute eigentlich mehr Leute, als wir vor der Transformation waren. Also das war kein Abbauprozess. Es ist halt einfach durch die Agilität und damit auch einhergehend Digitalisierung weiter, die vorangetrieben wurde, sind einfach Aufgaben weggefallen. Seht ihr da einen Zusammenhang, Einführen von agilen Methoden und Digitalisierung? Ist das unmittelbar verknüpft? Zwangsläufig vielleicht sogar? Könnt ihr sagen, zum Beispiel an Tools, dann nutzt man Jira oder eine andere Plattform, um die Agilität dann noch umzusetzen. Man könnte aber auch mit Kanban-Boards arbeiten an der Wand, ja? Mit Whiteboards oder was immer. Naja, du, wir haben, wir wollten ja eigentlich, dass alle erstmal tatsächlich haptisch arbeiten und wir haben das auch als Agile Coaches extrem forciert, zu sagen, ey, hängt die Boards an die Wand. Ja, cool. Und arbeitet mit Stickern und ich kann es auch immer noch nur sagen, also ich arbeite immer noch lieber mit einem Sticker als mit Jira oder wir haben auch eine hausinterne Lösung, mit der arbeitet sowieso nicht jeder so gerne. Das hört die IT gerne. Nee, das wissen die selber. Die arbeiten, glaube ich, selber nicht so gerne damit. Wir sind live, gell? Wir sind live, nur also. Ja, nein, wir können es auch voll anschieben in dem Just Fall. Just saying. Ach so. Also ich würde trotzdem sagen, ja, damit einhergehend ist, das ist auch mit Digitalisierung verknüpft. Aber was das agile Arbeiten selbst jetzt angeht, da hat die große Digitalisierung mit Covid eingesetzt. Also ich meine, wir haben halt einfach alle Leute nach Hause geschickt und dann war halt auf einmal nichts mehr mit Stickern in die Hand nehmen. Ne? Ja, klar. Ja, ich glaube, wir sind hier in der Kulturlounge und ich glaube, dass wir gerade einen riesengroßen kulturellen Wandel haben, nämlich die Digitalisierung. Mhm. Wir hatten früher mal Industrialisierung. Und jetzt sind wir mitten in der Digitalisierung. Mhm. Ich würde das mal ähnlich vergleichen. Und Agile hilft uns ein Stück weit dabei, das eher zu begreifen, zu verstehen und mit dieser Welt schnell umzugehen und anpassungsfähig zu sein. Ja. Ich glaube, das ist es, was uns tatsächlich dabei hilft. Von daher schließt sich nicht aus. Es ist zusammen. Es war mal
Und das mache ich an dem fest, was Sven gerade gesagt hat. Es war mal geplant, agil zu werden. Da hat man das Digitale noch nicht gedacht und jetzt braucht man eben Ja, ganz schnell spannend. das Digitale. Und wir haben unsere Strategie ja auch innerhalb der Bank so weit geändert, dass wir jetzt tatsächlich digital und agil auf eine Ebene stellen. Also Ah ja. wir wollen jetzt nicht nur agil, sondern wir wollen Ja. jetzt auch eben gucken, dass wir vermehrt und verstärkt in die Digitalisierung gehen. Und wir haben schon einen sehr hohen Digitalisierungsgrad. Wir sind eine Ja. Online-Bank. Und trotzdem ist der Anspruch da an der Stelle, noch mehr zu digitalisieren und möglichst alles, was geht, zu digitalisieren. Und huhuhu, haben bestimmt schon ganz viele. Aber ich kriege ab dem nächsten Jahr endlich meine Gehaltsnachweis digital und nicht mehr Nice. papierhaft. Ja, Ja, das hat eine ist gut. Weile gebraucht, aber mittlerweile kriege ich es auch digitalhaft. Und da sieht man, auch eine Online-Bank kann manchmal ein bisschen mit dem einen oder anderen digital noch hinterherhängen. Aber Ja das gut, holen wir aber uns es ist alles auf. sehr, sehr interessanter Zusammenhang, den ihr macht. Da muss ich mal selber noch weiter drüber nachdenken. Ich habe eine interessante Frage aus dem Chat, die so ein bisschen anschließt, finde ich, an da, wo wir vor ein paar Minuten waren auch, weil ihr gesagt habt, das ist aus Holland so ein bisschen rübergekommen, ne? Die Frage ist, wer immer das reingepisst hat, das war der Anton, sagt, in allen Teams, wo ich agile Veränderungen erlebt habe, gab es so einen Moment, wie wenn ein Schalter umgelegt worden wäre. Ab dem Zeitpunkt geht dann agile Transformation richtig voran, ne, und effektiv und so. Also er fragt, was war der Schalter bei der ING? Die Frage wäre, gibt es den Schalter und wenn ja, was war er? Ja, also auch da wiederhole ich uns aus unserem Vortrag von vor 2 Jahren. Ja. Der digitale Schalter war dann einfach der neue Vorstandsvorsitzende, also CEO Nick, kam aus Holland, hat den Auftrag dann tatsächlich auch endgültig mitgebracht. Dann hat man irgendwie 100 Tage tatsächlich so in dem Dreh nichts von ihm gehört. Das war ein bisschen befremdlich für die meisten. Und dann gab es irgendwie ein großes Town Hall und dann gab es auch irgendwie noch die Jahrespressebilanzkonferenz oder sowas. Und da hat er dann halt gesagt, also wir werden jetzt agil. Wir werden die erste Ja. agile Bank Deutschlands. Und Spannend. das Ganze machen wir in 1,5 Jahren. Ja. Damit, das war einfach der Startschuss. Also ab dem Okay. Tag war das dann halt einfach klar, okay, Das das, was also die der uns jetzt die. Schalter war ein Change Agent sozusagen, jemand, der wirklich gesagt hat, wir machen das jetzt. Ja, Okay. und das war auch im Übrigen, also ich meine, es wird ja immer darüber sinniert, ist es gut, wenn es von oben kommt oder soll es sich von unten heraus entwickeln? Und ganz ehrlich, ich habe nach 2,5 Jahren keine richtige Antwort darauf. Ja. Aber bei uns war auf jeden Fall eine Sache sehr hilfreich, dass der ganz oben saß, total dahinter stand. Weil wenn das eben auch nicht so ist, dann ist es egal, ob von unten oder von oben kommt. Aber Ja. wenn das dann nicht gelebt wird und nicht tatsächlich dahinter gestanden wird, Ja, dann hast du ein klar. Problem. Und Ja. da haben wir einen CEO bekommen, der hat dann auf Worte auf Taten folgen lassen. Okay, aber die kulturelle Grundlage war wahrscheinlich schon da, so wie ich es jetzt Ja. auch rausgehört habe, ne? Weil das könnte ja auch noch was sein. Du kannst das top-down machen, aber wenn die Grundlage nicht da ist, dann wird es halt entweder veräppen oder es gibt halt Widerstand. Aber wenn eine gute Grundlage da ist, dann kann das auch funktionieren. Das spricht ja Auf eigentlich. jeden Fall, ja. Ja, also das hat Holland aber auch geschickt gemacht. Wir haben seit 2015 den Orange Code. Da sind alle Führungskräfte, da war ich Führungskraft, in Meetings gekommen und uns wurde das erklärt und was das bedeutet und wo die Reise hingeht. Das heißt, 2015 sind wir alle schon auf den Kulturwechsel vorbereitet worden. Und 2017 kam, glaube ich, Nick und hat dann irgendwann mal angekündigt, hier, wir wollen digital werden und agil und das ist unser Purpose und hat mit ganz vielen Vokabeln um sich geworfen. Wo alle erstmal so, von was redet denn der jetzt gerade? Und Buzzword. genau, und Mitte 2018 ist das Realität geworden, was er gesagt Mm hat. Und jetzt fangen wir an. Ich würde vielleicht nochmal auf Teamebene, Ja. ja, also wo ist da der Schalter umgelegt worden? Ich glaube, den ist bewusst geworden, als dann die Umorganisation stattgefunden hat und die sich in einem Raum zusammengewürfelt wiedergefunden haben. Dann haben die gecheckt, okay, irgendwas ist anders. Mal überspitzt formuliert und haben sich dann die Frage gestellt, okay, und wie gehen wir jetzt damit um? Die sind zusammengewachsen und in dem Moment, wo sie erkannt haben, was es für Vorteile hat in dieser neuen Welt, wie sie zusammenarbeiten können, ab da habe ich das Gefühl gehabt, läuft's. Da, ich glaube, das ist der Schalter in dem Team gewesen, wo ich sagen kann, das habe ich da auch tatsächlich erlebt, dass sie für sich dann irgendwann erkannt haben, ah, okay,
ich habe halt eine riesengroße Autonomie drin. Ich brauche ein bisschen Alignment, aber ich habe eine riesengroße Autonomie da drin. Das ist eigentlich der Mehrwert für mich und jetzt kann ich voll durchstarten. Okay. Also das ist der für dich so aus der Beobachtung und der Erfahrung, what's in it for me? Wo genau. Betrifft es mich? Das finde ich einen sehr interessanten Hinweis, weil das ist vielleicht auch ein Schalter, den man aktiv suchen kann, ne? Und ansprechen kann. Nicht manipulativ, weil das sollten wir wahrscheinlich nicht machen mit agilen Werten, sondern wirklich, um so eine Win-Win-Situation auch zu schaffen. Ich kann natürlich gegen Widerstand von Leuten arbeiten, aber es ist wahrscheinlich immer besser, wenn ich das nicht tue, sondern die Leute versuche mitzunehmen. Ja, cooler Hinweis. Ich habe eine Frage aus dem Chat. Da waren wir vorhin, Spotify-Modell. Zweite Teil der Frage ist, wurde das Modell angepasst? Sven, das hast du schon gesagt, dass es das wurde. Aber die Frage war, warum hat man sich denn für das Spotify-Modell entschieden bei euch? Boah. Christian, hast du die richtige Antwort? Also ich kann jetzt nur sinnieren. Also am Ende des Tages würde jetzt ja der Knieberg schon mal erstmal behaupten, dass es gar kein Spotify-Modell gibt. Genau, also, das gibt es nur bei Spotify. Das gibt es gar nicht als Modell. Also wurden sich verschiedene, der Vorstand in Amsterdam ist dann tatsächlich mal durch unterschiedliche Unternehmen gereist, hat sich das überall angeguckt, nachdem sie dieses Buzzword agil eben gehört haben, wollten das verstehen. Und bei Spotify haben sie es offensichtlich am besten verstanden. Es gibt immer so eine Anekdote, dass da der Vorstand aufgelaufen ist und dann gab es halt erstmal ein Treffen mit dem, keine Ahnung, wie er da heißt, aber wahrscheinlich auch CEO von Spotify, der hat die erstmal begrüßt und als es dann darum ging, wir gucken uns das Unternehmen an, dann hat er seine POs reingeholt. Dann hat sich der ING-Vorstand gefragt, was wollen die jetzt hier? Und da hat dann der CEO wohl gesagt, also wenn ihr das Unternehmen verstehen wollt, dann müsst ihr euch mit den Leuten unterhalten, weil die machen das. Ja, und das hat wohl angeblich auch so einen Schalter umgelegt, wo man dann verstanden hat, aha, also da unten wird entschieden, da unten wird entwickelt, da unten sitzen die Fachleute und dann haben sie da dieses Modell verstanden mit, die entscheiden dann auch, wie gearbeitet wird. Ja. Und von oben wird halt irgendwie die Richtung vorgegeben und wird vielleicht priorisiert. Das ist so eine Anekdote, aber ich weiß nicht, was am Ende den Ausschlag gegeben hat. Aber ja, das Modell wurde auf jeden Fall dann auch angepasst. Also das ist, also Spotify-Modell, das es nicht gibt, ist aber auf jeden Fall wiedererkennbar. Ja. Aber dann wurde es noch angepasst. Also mit den lateralen Schnitten und so, ja. Ja, ich glaube, dass das jemand 1:1 umsetzt. Spotify sagt, glaube ich, nicht mal wir machen das mehr, ne? So wie es mal geschrieben wurde. Das stimmt. Ja, interessant. Ja, es macht ja auch nur Sinn. Also das hat sich relativ schnell herausgestellt, dass jede einzelne Organisationseinheit sich darüber nochmal Gedanken machen musste, wie schneide ich denn an der Stelle neu, um tatsächlich einen Mehrwert zu schaffen. Das haben alle gemacht und mittlerweile ist es schwierig, ich habe vorhin von dem agilen Onboarding gesprochen, dann tatsächlich noch jemandem zu erklären, okay, das ist mal die graue Theorie, die haben wir vor 2 Jahren mal aufgeschrieben. Da gibt es so ein schönes Büchlein, da steht das alles drin. Und heute kommen die Leute in die Bank und schauen sich das an und sagen, okay, und wie kann ich das jetzt, wo ich gerade bin, einordnen in das Modell? Gar nicht. Man muss es nochmal ein bisschen neu erklären und nochmal erklären. Man muss es einfach nochmal erklären und den Leuten erzählen, wieso die Reise so passiert ist, wie sie jetzt ist und warum sie da stehen, wo sie stehen. Und dann kommt meistens der Aha-Effekt, okay, gut, ich habe es verstanden, warum wir da sind, wo wir sind. Und ganz ehrlich, das Ding muss sich ja auch anpassen können. Also ich meine, der Christian hat da im Hintergrund das Buch von Thorsten stehen. Thorsten ist wahrscheinlich auch hier irgendwo und hört uns zu. Ja. Und da haben wir einen Beitrag geschrieben und da steht ja in unserem Fazit auch drin, dass wir nicht glauben, dass das Modell, das wir jetzt haben, das Modell ist, was es zukünftig geben wird. Also das wird sich verändern, das wird sich anpassen, aber das ist ja Teil der Geschichte. Deswegen macht man es ja. Also 1:1 kopieren und dann sagen, das läuft und jetzt für immer, das ist halt Vergangenheit. Ich habe eine Frage vom Heiko Lewandowski. Ja, meine Frage an die Kollegen von ING. Wie passt agiles Vorgehen in die starke regulatorische Welt, in der sich Banken bewegen? Also die Umweltbedingungen sozusagen, die Rahmenbedingungen. Ne? Antwort, ganz schlecht. Ja, das schreibt er nicht dazu. Wir haben viele Bankkunden, gefühlt sind diese überhaupt nicht agil, sondern starr und unflexibel. Der Berater des Schmerz spricht daraus. Aber ist das etwas, was ihr dann auch als Herausforderung seht wahrscheinlich, dass in der starken Regulierung
du dann doch nicht alles machen kannst, was du willst wahrscheinlich. Da kann der Christian bestimmt aus dem Nähkästchen plaudern. Der durfte früher solche Sachen im Projektmanagement umsetzen. Ja, und ich bin jetzt Agile-Coach im Tribe Governance and Security. Also ja, genau geil. Die Kollegen, die das betrifft. Ja, es ist schwierig in dem Umfeld, aber es ist nicht unmöglich. Das ist mal, das soll so die Kernaussage sein. Gerade dieses gesamte Knowledge Management drumherum, was da dazugehört, das funktioniert ziemlich gut auf agilen Methoden und Arbeitsweisen. Dieses ganze Data Management und Protection, was wir haben, die sind auch ziemlich gut unterwegs, was Agilität angeht. Da muss man dann tatsächlich mal schauen, was ist denn relevant für Sie? Also wo wir da häufig darüber diskutieren, ist, arbeiten wir mehr mit Scrum, arbeiten wir mehr mit Kanban? Da gibt es kein, ich nehme das eine oder ich nehme das andere. Es bewegt sich irgendwo dazwischen. Ja. Ein schönes Beispiel ist auch, wir haben eine Einheit, die muss separat getrennt von allen anderen sein, ist aber Stakeholder in die gesamte Bank. Die müssen von allen Tests einsammeln und machen. Mit denen jetzt irgendwie so richtig agil zu arbeiten, das funktioniert nicht. Ja. Das ist eigentlich nicht möglich. Und trotzdem haben wir eine Variante gefunden, dass sie tatsächlich ein Planning haben. Sie haben eine Retro, wo sie tatsächlich nochmal drauf schauen. Und sie haben jetzt auch erkannt in ihrer Retro, ist es nicht wertvoll, mit unseren Stakeholdern nochmal eine Retrospektive zu machen. Das ist also schon möglich, aber ja, es ist eher abgegrenzt, weil der Regulator da auch ganz viel Stückchen da dazwischen schmeißt. Es ist ein sehr pragmatischer Ansatz, ne? Zu sagen, wir nehmen ein agiles Mindset, so höre ich das nämlich raus, mit rein und gucken halt, was möglich ist. Ob das Ding jetzt Scrum heißt, who cares? Also ja, Scrum hat irgendwann mal gesagt, wenn du nicht Scrum by the book machst, dann ist es kein Scrum. Who cares? Ne, Scrum-Bun, Scrum-Butt, Hauptsache es funktioniert. Ne? Also diese gesunde Portion Pragmatismus, die kennen, glaube ich, auch ganz viele Leute in den Unternehmen draußen. Und man muss ja auch sagen, also ich meine auch diese Regulatorik, ich meine, die lernen ja auch. Es gab letztes Jahr irgendwie, da hat die European Central Bank dann irgendwann mal gesagt, Mensch, wir möchten mal wissen, das hat im weiteren Sinne was mit Kostenallokation zu tun. Mhm. Was macht ihr denn da eigentlich so, was ihr Change nennt und wo da so viel Geld hingeht? Und dann konnte man das nicht so gut nachweisen und dann hat man denen angefangen zu erklären, ja, wisst ihr, also die Teams, die entscheiden das schon so ein bisschen selber und wir haben da jetzt irgendwie so eine Struktur mit Themes, Epics und User Stories und so weiter. Und da haben die dann irgendwann, als sie das kapiert haben, gesagt, naja gut, aber dann zeigt uns doch einfach mal, welche Epics sind denn da. Also was sind denn die? Also ich meine, da muss man ja auch Reports draus entwickeln können. So, und das mussten wir dann. Also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mussten wir das irgendwie umsetzen. Und jetzt weisen wir das halt tatsächlich aus unseren Backlogs heraus, also aus den digitalen Backlogs heraus, reporten wir sozusagen, welche Dinge werden denn da eben kostentechnisch so umgesetzt und damit die dann sehen, boah, das hat auch Hand und Fuß. Also die lernen ja auch. Ja, aber es klingt ja auch wieder nach einer Passung von vielleicht agilen Arbeitsweisen, dann eine Schnittstelle sozusagen in traditionellere oder hierarchischere Strukturen oder wie immer, ne? Das ist genau dieser pragmatische Ansatz. Cool, wir sind Richtung Ende. 3 Minütchen haben wir noch. Ich habe noch eine letzte Frage aus dem Chat. Die finde ich ganz spannend. Die klingt aber auch wieder in was ein, was wir vor ein paar Minuten hatten. Was waren aus eurer Sicht die entscheidenden Maßnahmen, um neue Rollenprofile, so wie PO oder Chapter Lead oder ähnliches, erfolgreich zu etablieren? Geht so ein bisschen in die Richtung, was wir mit Schalter und so hatten, ne? Aber vielleicht habt ihr ja konkrete Maßnahmen auch, die hier gefragt werden, die dabei helfen, Rollen neu einzuführen oder vielleicht auch nachhaltig einzuführen. Ne? Rollenbewusstsein schaffen. Mhm. Das heißt, tatsächlich darüber zu reden, was ist denn in meiner Rolle meine Verantwortung? Was ist meine Aufgabe? Und was ist meine Entscheidung? Weil wir irgendwann festgestellt haben, jeder hat ein Bild, davon eine Meinung, also eine Idee und sagt, naja, also
Für mich ist der Product Owner dafür zuständig. Schönes Beispiel, Stakeholder Management. Ja, wir haben uns zusammen hingesetzt, alle Rollen gemeinsam, und wir haben mal darüber gesprochen, was verstehen wir denn unter der Rolle und die Leads, das heißt Tribe Lead und Chapter Lead, die haben gesagt, naja, der Product Owner ist für Stakeholder Management zuständig. Mhm. Am Ende des Jahres hieß es hier, lieber Product Owner, du hast dein Stakeholder Management nicht gemacht. Und dann kam mir auch die Frage, hä, warum? Ja. Ja, und dann haben die eigentlich mal klar gemacht, was bedeutet denn eigentlich Stakeholder Management für die einen und Stakeholder Management für die anderen, um dann festzustellen, okay, das liegt ein bisschen auseinander, was wir da haben. Erwartungen klären, ne? Richtig. Ja. Das heißt also, wir sind über die Stärkung gegangen und haben dort eben auch versucht zu klären und ein einheitliches Verständnis davon zu schaffen, von was reden wir eigentlich. Das ist der Weg, den ich gegangen bin. Aber Sven, du hast bestimmt auch noch einen Weg. Nee, also das ist tatsächlich so eine Mischung, ne? Also Informationsveranstaltung und dann waren diese Rollen, also unser Reference Model, das heißt One Agile Way of Working, das ist halt, da beschreibt das schon auch die Rollen, die Aufgaben und so weiter, es steckt da alles drin. Aber hier mache ich jetzt tatsächlich dann mal ein bisschen Eigenwerbung für uns drei, also auch für dich, Jan. Danke. Weil die Agile Coaches hatten hier einen ganz klaren Auftrag. Also da sind wir tatsächlich auch an die Hand oder in die Verpflichtung genommen worden, dass wir eben auch dazu beitragen, die Kultur zu verändern. Und zu dieser Kulturveränderung hieß es auch, eben in diese Gespräche reinzugehen, immer wieder zu erklären. Unser Trainingsauftrag war natürlich am Anfang viel größer als der Coaching-Auftrag. Und wirklich dann immer wieder zu erklären, das sind die Rollen, ins Gespräch zu gehen, in die Meetings, nochmal zu schärfen, die POs auch einfach abzuholen, die total unsicher waren am Anfang, ja, weil klar, jeder als Teammitglied hat erstmal zum PO geguckt und hat gesagt, mach mal. Wenn der sagt, was die Prioritäten sind, dann ist es mein Chef. Nee, ist er nicht. Ja. Also und da hieß es, unheimlich Aufklärungsarbeit zu leisten und die lag schon auch zu großem Teil bei den Coaches. Ich kann das ganz gut nachvollziehen. Bin voll froh, dass du es auch so sagst, weil das oft nicht gesehen wird, ne? Das ist die Groundwork, so diese Einzelgespräche und auch öfter dasselbe Gespräch mit verschiedenen Leuten führen und einfach immer und immer wieder. Und das sind die Mühen der Strecke, ne? Mit dem hoffentlich, dass am Ende hast du dann das Ergebnis. Jungs, voll cool. Sehr, sehr spannendes Gespräch. Hat mir eure Kultur auf jeden Fall nochmal plastischer gemacht. Ich hoffe auch die Leute da draußen. Feedback kommt hier schon ein bisschen. Ich danke euch ganz herzlich. War ganz spannend. Könnte ich noch ewig weitermachen. Aber wir sind durch mit der Zeit. Sehr gut. Ja, danke. Also sehr gut, dass es gefallen hat. Sehr gut, wie es funktioniert hat. Hat Spaß gemacht. Cool. Dann sind wir durch und wir pasten gleich nochmal den Link rein, dass ihr Zuschauer da draußen und ZuschauerInnen bitte nochmal Feedback geben könnt. Das hilft uns nämlich, sowohl den Speakern als auch uns in der von der Interviewer-Seite. Und dann wünsche ich euch noch eine ganz, ganz coole Veranstaltung alle draußen. Christian und Sven, danke nochmal und auch ihr werdet wahrscheinlich morgen noch den einen oder anderen Talk mitnehmen, hoffe ich, denn morgen haben wir ja spannende Sachen. Cool, danke euch und schönen Abend. Jo, danke dir. Jo. Ciao. Ciao.